Hallihallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sekiro Shadows Die Twice. Na, wer hat Lust auf Sterben? Ich eigentlich nicht, aber ich glaube, es wird passieren. Ja, wir haben letzte Folge Lady Butterfly besiegt und damit das Hirata-Anwesen hinter uns gebracht. Und wo ich noch vor ein paar Folgen ratlos war, wo ich jetzt als nächstes weitermache, sind die Möglichkeiten jetzt ein wenig eingeschränkter. Und jetzt würde ich sagen, widmen wir uns mal ein bisschen dem Ashina, der Ashina-Burg. Da vorne ist noch ein General, aber den würde ich erstmal noch nicht machen. Na, ich werde erstmal gucken, was wir hier oben auf den Dächern noch so anstellen können. Und hier muss ich aufpassen, weil hier waren überall diese komischen Eulen-Ninjas, so nenne ich die jetzt einfach mal. Ich glaube, einer war hier hinter, ne? Habe ich schon wieder einen gehört? Oder war das ein Hund? Na, was auch immer. Ich glaube, einer war hier unten, ne? Ne? Einer war da vorne auf jeden Fall, so. Wollen wir uns mal den erst? Hallo. Ach komm. Da hat er jetzt keinen Schleichangriff gemacht. So, jetzt komm du mal her hier. Ich habe jetzt etwas mehr Angriffskraft durch die Erinnerung an Lady Butterfly. Patsch, patsch. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Die Frage ist, was haben wir hier eigentlich alles noch nicht gemacht? Ich glaube, über die Dächer war ich größtenteils, ne? Es sind, glaube ich, mehr so die Sachen hier unten, die... Hier unten liegen die zwei jetzt. Ich finde es immer wieder lustig, dass es keinem jetzt auffällt, dass da auf einmal Leichen von den Dächern geflogen kommen. Ja, und hier war... Die haben mich halt immer entdeckt, ne? Egal, wen ich zuerst kill. Den hier kann ich killen. Oder auch nicht. Alter. Weg, 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 weg. So, jetzt mach ihn kalt. Das läuft nicht wie geplant. So, jetzt aber. So, jetzt du. Das war dezent ungeschickt von mir, aber egal. So, hier oben ist noch einer. So, jetzt sehen die mich automatisch. Das gefällt mir ja auch überhaupt nicht. Alter, what? Ich hatte ein bisschen gehofft, ich könnte den Hund... Ich glaube, ich fange nochmal an. Oder ich habe ein bisschen zu viel... Gesundheit verloren. Hi. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen raus. Ja. So viel dazu. So, okay, jetzt nochmal mit Gefühl. Ich würde ja außerdem gerne ein kleines bisschen farmen. Übrigens, die Frau ist jetzt an dieser Drachenfäule erkrankt, aber das ist nicht so schlimm. Ich müsste echt nochmal googeln, wie das ist, ob die Drachenfäule wirklich irgendwann NPCs auch tötet oder ob sie die immer nur, sag mal, ob sie die immer, also ich weiß, dass es halt dafür sorgt, dass du in gewissen, dass du deren Questlines nicht mehr verfolgen kannst. Viele sind das. Also es ist der General. Einer, zwei, drei. Es sind vier Typen und der General. Würde ich jetzt erstmal noch nicht machen. Ich würde lieber hier hingehen. Wo war eigentlich der Typ hat mich vorhin erkannt, ne? Nein! Das war ein Fail.
Hallo, darf ich hier irgendwo wieder hoch? Dankeschön. Schade. Mann! Lass mich hoch. Ich will doch nur zu dem Typen darüber. Geht das von hier auf? Ja. So, jetzt kann ich mir den holen. Ich weiß halt nicht, ob die auch angreifen, wenn man unten die aufpickt. Ja. So, jetzt könnte ich mir den hier holen. Ganz still und heimlich. Und für die gibt es aber immer noch keine Möglichkeit, ne? Bei denen da, bei den anderen Typen da, muss ich immer einen mehr aussuchen. Den kann ich leise töten und die anderen, die wachen dann immer automatisch auf. Was haben wir hier unten eigentlich noch? Hier unten ist ein Hund und zwei... Drüben stehen wieder zwei beieinander. Sagen die was? Wow! Das war auch nicht so gut. Du kannst ja gar nichts mit deinem Piekser. Und du hast recht nicht. Kommen die zwei hier wieder? Wird mich der Hund entdecken, oder? Streng genommen lohnt sich das hier weniger, deutlich weniger... Huch! Ein NPC. Ja, nice. Streng genommen wollte ich gerade sagen, lohnt sich das hier, was? Das wollte ich nicht tun. Ich wollte das hier tun. Den Hund abschmeißen, aber da sind die gerade im Weg. Okay, hier ist ein NPC. Was ich sagen wollte, streng genommen lohnt sich das hier weniger, die Levels nach Items abzugrasen, weil das hauptsächlich so verwendbare Geschichten sind. Und ganz ehrlich, so Keramikstücke habe ich eigentlich genug. Allerdings, ich bin sehr fähig. Ich habe gerade Lady Butterfly besiegt. Möchtest du davon hören? Ja, ich bin ganz ohr. Okay. Aber jetzt generell, oder? Alles klar. Jetzt alle? Also auch den Großen, den General? Aber das ist ja gut. Okay, da weiß ich, wenn ich jetzt hier alle ausgeschaltet habe, gibt er mir noch was Besonderes. Das ist ja... Ich würde echt gern den Hund zuerst kriegen. Hi. Ein bisschen weg von die anderen, damit die vielleicht doch nichts mitkriegen. Oh, doch, haben sie schon. Patsch. Oh, zack. Oh, scheiße, das hat nicht funktioniert. Bam. Alter, nein, der andere ist tot. Komm her. Komm, schlag zu. Bams! Und der steht die ganze Zeit da und hat... guckt in die Richtung und kriegt nichts mit. Ah, den muss ich auch noch ausschalten. Obwohl, das ist... Nah, das ist ein Gewehrschützer. Da komme ich lieber von oben. Ja.
Das war's, ne? Das waren die Samurai. Frage, reicht das jetzt schon für den Typen da oder muss ich wirklich den Großen? Ah, alles klar, das reicht schon. Nachtschwalben-Signal-Memo. Eine Notiz zu den Rauchsignalen der Ashina-Shinobi, den grauen Nachtschwalben. Blasse rosa Rauchsignale werden auf den Dächern der Ashina-Burg platziert. Das sind die Signale der Nachtschwalben. Vermutlich kann nur der Schwarm mit den aschenen Federn dieser Spur folgen. Alles klar, das heißt also, na gut, okay, da hätte ich aber auch selber drauf kommen können. Das heißt, überall da, wo so ein rosaner Rauch ist, da ist auch irgendwo so ein Typ in der Nähe, oder wie? Also hier, wisst schon, so ein Ninja. Genau, hier war einer und da war einer. Also müsste da oben einer sein. Hier um die Ecke war da einer? Nein. Ganz oben, oder? War hier um die Ecke? Ja, war einer, da bin ich sicher. Hm. Hier unten? Nein! Kann man, ich glaube, ja, ich glaube, ich sollte es vielleicht noch besser so machen. Ja. Ich werde das nur mal überprüfen. War hier einer? Von diesen Ninjas. Wenn dann ganz oben, oder? Da könnte auch noch einer sein. Weil warum sollten die mir die Memo geben, wenn mir das nichts bringt? Oder kann ich jetzt damit interagieren? Kann ich damit jetzt was machen? Sieht nicht so aus, ne? Wäre jetzt halt geil gewesen, wenn man die hätte entfernen können, wisst ihr? Jetzt sagen könnte, okay, das sind diese Rauchsignale. Oder? Sekunde. Wenn ich jetzt da ranspringe. LOL! Das geht! Alles klar! Das, okay! Die Frage ist, wenn ich jetzt, wartet mal. Wenn ich jetzt nochmal raste, ne? Und die Dinger sind weg. Respawnen die dann nicht mehr? Also das war ja jetzt krass. Ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, wozu? Also man kann sie zerstören und der Typ weist darauf hin. Also muss es ja irgendeine wichtige Bewandtnis haben. Aber ich komme nicht wieder von hier darüber, oder? Schade. Es muss ja irgendeine wichtige Bewandtnis haben, wenn der Typ uns das extra erzählt. Das wäre ja krass, wenn man jetzt wirklich die Dächer freiräumen könnte. Aber das wäre halt auch sau einfach, da musst du es ja nur einmal machen. Ja, ich weiß. Beziehungsweise wir wissen's. Nee, die sind immer noch da. Warum? Oder wartet, muss man vielleicht... Er hat ja gesagt... Dieser Spur folgen, also muss man denen vielleicht folgen? Wenn man diesen Signalen folgt, kommt man dann vielleicht irgendwo hin zu einem Secret oder so? Oder wenn man alle zerstört, passiert was? Ich weiß es nicht, aber es muss was zu bedeuten haben. Komm schon. Da.
Haben wir eigentlich da drüben schon? Nee. Weiß ich gerade nicht. Hallo? Nein. Ich will da hoch. Oh Gott, ist das aber... Da drüben ist noch was. Nee. Schade. Nein, geh weg von der Wand. Wie komme ich da hin? Halt dich doch mal fest, Mann. Von hier aus? Nee. Wie könnte ich da hochkommen? Vielleicht von da oben? Ich weiß bei manchen Sachen echt nicht, wo ich mich hochziehen soll. Ja. Kügelchen? Der hat mich jetzt gesehen? Ach, hier da drüben. Okay, na, das ist der Teil. Oder sollen mich die etwa... Ach so, ich glaube, ich weiß, was die meinen. Ich bin ja da schon hochgegangen. Und ich glaube, was die meinen ist, du kommst dann dahin, wo es in den Tempel reingeht. Ja, müsst schon rüberkommen, wenn ihr mich wollt. Ich glaube wirklich, darum geht's. Nein, Alter! Ich schwöre, ich habe L2 gedrückt. So. Wow! Alter, komm. Bam. 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 Und tot. Die können sich übrigens auch selber in die Luft sprengen, habe ich so gemerkt. Ich glaube, man kann die sogar töten, wenn man die mit Feuer anstrahlt. Da fällt mir ein, ich könnte natürlich auch einfach jetzt mal die hier rausnehmen, weil die sind eigentlich nur für die großen Bosse gut, um die mal abzulenken, und nehme wieder mein Flammenrohr. So, ich könnte natürlich hier dem Typen jetzt schon mal einen Todesstoß versetzen, von hier oben aus. Ich glaube wirklich, dass das damit gemeint ist. Also mit diesen komischen Dingern da. Ups. So. Aber ich glaube immer noch, vielleicht ist es ja wirklich so. Wenn du alle hast, dann schaltest du irgendwas frei. Dann kommen keine Ninjas mehr oder so. Das wäre natürlich mega gut, aber... Wahrscheinlich eher nicht. So, da unten hier oben waren ja noch einige. Da oben waren auch welche. Ich glaube wirklich, das ist nur diese Rauchsignale, das soll ich halt bloß hier hochführen. Okay, probieren wir mal. Testen wir mal den Boss. So, denn ich brauche eine Sicht. Da. Geronimo! Oh, das war der falsche. Guten Tag, die Herren. Oh, das geht nochmal. Nice. Wow. Alter, nein. Geh weg. Lass mich. Holy shit. Ah, leck mich. Touch. Ooh.
Mann, Alter, lass mich doch mal. Das gibt's überhaupt nicht. Okay, also der deckt seine Leute ziemlich geil, aber ich kann nochmal auferstehen. Haha. Patsch. So. Oh, warte mal, ist der wie Tenzin? Der hat gerade. Sekunde, der ist wie Tenzin. Komm her. Ja, der ist wie Tenzin. Der ist sehr ähnlich wie Tenzin, aber der hat jetzt wieder zwei. Der hat wieder zwei Lebensbalken, weil ich einmal gestorben bin. Probieren wir jetzt mal zu enttriggern. Hallo! Entschuldigung, wollte ich nicht. Mann, Alter, geh doch jetzt mal weg. So. Oh, da ist ja noch so einer. Das war jetzt dezent dämlich von mir. Ich habe halt auch schon wieder nur noch zwei Heilung. So, ist jetzt mal der Typ hier weg. Ich meine, ist jetzt mal der General da enttriggert. Und wieso habe ich eigentlich da vorhin nicht gemerkt, dass man natürlich auch hier springen kann? Dazu muss aber auch mal springen. Das ist doch schon wieder sowas von verranzt hier. Sekunde, Entschuldigung, ich bin etwas verpeilt. Dankeschön für das Verständnis. So. Genau, mehr wollte ich doch gar nicht. So, was ist hier? Ein Mibu-Ballon. So. Jetzt. Die läuft hier hin und her. Ah, jetzt kann ich. Grüße. Patsch, patsch. So, hier nicht locken lassen, weil er halt seinen Mega-Angriff macht. Stattdessen hier locken lassen. Bam, bam. Hat nicht viel gebracht. Was machst du? Sag mal, hallo? Bam. Bam. Nein, das hat nicht getroffen. Schade. Na? Na, komm schon. Greif an. Greif an. Der wartet halt echt ab, ne? Ach, Junge.
Ich darf den halt echt nicht angreifen, ne? Also das Spiel lässt mich nicht wirklich, der... Bam, bam. Na. Ich muss ihn halt wieder ein kleines bisschen... Batsch, batsch. Zack. Nein, schade. Ach, das ist jetzt schade. Okay, wir müssen auf jeden Fall die kleineren weglocken oder ihn von den kleineren weglocken, damit wir ihn für uns haben. Da hatte ich jetzt am Ende zu wenig Heilung. Ah, das ist echt, der wartet übelst ab. Der greift kein Stück an. Der ist alles andere als aggressiv. Aber ich finde das gut. Ich finde das wirklich gut. Dass die sich nicht alle auf dieselbe Art besiegen lassen. Die Speere von Ashina zum Beispiel oder diese einsamen Schwertkämpfer, die sind halt allesamt... Direkt reinrennen! Zack! Und vorbei. Patsch. Zack. So, und jetzt wieder weg. Und gucken, dass er sich beruhigt. Das war wieder doof von mir. Bringe ich mich nur immer wieder in solche Situationen hier? Jetzt kann ich wieder nirgendwo mehr hin. Doch da. Nein, halt dich fest. So. Irgendwie muss ich den seine Verteidigung ja brechen können. Also sprich, muss dafür sorgen, dass er mich angreift, damit ich ihn angreifen kann. Guten Tag. Sein Moveset ist tatsächlich ähnlich wie das vom General Tenzin hier, den wir schon mal hatten. Auch der hier, das ist alles ziemlich genauso. So. Patsch. Ja, genau so. Noch halt ein bisschen näher und dann angreifen. Patsch. Nein, Alter, geh doch weg. Damit bricht er wiederum meine Haltung mit diesem Staccato. Na komm. Ja?
Nee, das hätte ich besser antizipieren müssen. Geh vom Stein weg. Mann, wie kann ich den am effizientesten... Ernsthaft jetzt? Er kann halt echt nicht gleichzeitig ausweichen und blocken, ne? Nein, mach doch nicht den scheiß Ichimonji, warum? Ich hab ein kleines Problem gerade so bei mir, also was ich so an mir selber erkenne. Und zwar, dass wenn ich blocke, nein, geh weg. Dass wenn ich blocke, ich lasse dann den Blockknopf nicht rechtzeitig los. Versteht ihr? Ja. Bam, bam. Und das war's. Ich lasse dann den Blockknopf nicht los und wenn du dann im Block R1 drückst, dann machst du diesen ganz langsamen Ichimonji Vertikalschlag. Nice Gebetsperle. Der dann natürlich nur in die Hose gehen kann, weil der Typ ja in der Zwischenzeit schon längst angegriffen hat. Oh, eine Schatztruhe. Ich warte immer noch darauf, dass mich so ein Teil frisst. Göttliches Gras. Nice. Das hat er vermutlich hier geraucht. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden. Scheiße. Da muss ich wohl rein, nicht wahr? War es das jetzt eigentlich? Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass man den beiden hier irgendwie zuhören kann. Die stehen doch nicht umsonst beieinander. Kann ich da eigentlich... Die sind doch erhöht, ne? Nee. Nee, Moment. So. Die beiden da. Nicht. Okay, dann gibt es jetzt hier nichts mehr. Die muss man töten, um dem Typen da diese Nachricht zu entlocken. Die Nachricht hätte ich allerdings gar nicht gebraucht, weil die, da bin ich mir jetzt nach längerem drüber nachdenken, sehr sicher. Ja, die hier, die respawnen ja auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Nachricht eigentlich nur sagt, ja, du musst halt entlang dieser Rauchsignale und dann kommst du da irgendwann zu diesem Fenster, wo du ins Innere der Burg rein kannst. Hier war... Ich will jetzt nur sicher gehen, dass wir jetzt die Burg vielleicht soweit abgeschlossen haben, hoffentlich. Hier ging es runter Richtung Talsperre, ne? Richtig? Richtig. Da waren wir also auch schon. Es geht jetzt also eigentlich nur noch, oder wartet mal. Hier konnte man unten irgendwo hintauchen? Nee. Hier drüben war doch noch was. Was ist hier? Oha, leichter Geldbeutel. Okay, fast übersehen, aber jetzt auch nicht unbedingt Welt bewegen. Oh, was? Onoshi,
まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。Alles klar, okay, also hier in der Richtung wartet dann ein gepanzerter Gegner auf uns, der seine Rüstung nicht mag. Und den man schnell aus dieser Rüstung herausbekommt. Alter! Jetzt mach ich aber mal halblang. Torhausschlüssel, der Schlüssel zu einem Samurai-Torhaus an der Ashina-Talsperre. Ich weiß, wo die ist! Ich weiß, wo das ist, ich weiß, wo das ist. Ah, guck mal, ja, hier sind wir. Nice. Ich weiß, wo das ist. Stimmt, hier oben war ich noch nicht. Alles klar. Dann machen wir hier auf jeden Fall nächste Folge weiter. Was sagt denn die Zeit? 36 Minuten. Wisst ihr was? Ich habe keinen Bock zu warten. Ich bin viel zu hibbelig gerade, weil ich das jetzt gerade gefunden habe. Ich will nur mal ganz kurz gucken, ob hier oben eventuell eine Statue ist. Damit wir direkt dahin können. Oh. Was bist du denn? Der Typ hat eine Glocke auf dem Rücken, oder? Das ist aber nicht der mit der Rüstung. Also da geht's auch noch irgendwie rein. Also hier können wir auf jeden Fall weiter. Das würde ich dann auch machen. Ich hätte oben in der Ashina-Festung... Da unten sind jetzt auch wieder neue Items gespawnt. Also können wir auch hier nochmal gucken. Da war ich auch noch nicht. Da war ich zu beschäftigt mit den Sperren und so. Also eins will ich auf jeden Fall noch machen. Ich würde gerne hier vorrennen. Und da, wo der... Ja, wisst schon. Da war doch dieses Haus. Das da. Da konnte ich nicht rein. Das ist bestimmt das. Ah, mich nicht entdecken, bitte. Ja, den können wir ignorieren. Hier. Torhausschlüssel benutzt. Und was befindet sich darin? Eine Truhe. Na, das ist doch schon mal vielversprechend. Schwerer Geldbeutel. Und... Ein Gutschein für ein gratis Mittagessen. Nein. Gyobus kaputtes Horn. Oha. Der berühmte Hornspeer von Gyobu Masataka Oniwa kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Nice, neues Prothesenmodul. Das Horn zieht sich zusammen, um Feinde heranzuholen. Es kann sogar einfache Rüstung von Feinden entfernen. Ja, deswegen immer nach Leuten Ausschau halten, die gegeneinander stehen und dann zu lauschen. Also das heißt, ja, ist klar, ne? Da muss man jetzt kein Genie sein. Die sagen, da kommt jetzt gleich ein Gegner, den habe ich in eine Rüstung gesteckt. Aber ich glaube, man kann die Rüstung von ihm runterpellen. Und wenn man die beiden tötet, kriegt man einen Torhausschlüssel, wo man eine Shinobi-Prothese bekommt. Wo... steht, man kann damit Rüstung entfernen. Es ist klar, alles klar. Okay, I see what you did. Ja gut, dann gehen wir nächste Folge nochmal ganz kurz zurück zum Bildhauer, dann macht er uns das Ding klar. Als das Horn, Moment, ich lese das nochmal fertig. Als das Horn während der Rebellion zerbrach, lobte es Ishin für seine wunderbare Form. Was? Ich glaube, der Satz ist ein bisschen komisch formuliert, weil hier klingt das so. Das Horn lobte Ishin für seine wunderbare Form. So, das Horn. Oh, Herr Ishin, Sie sehen heute aber wieder gut aus. Da würde ich auch gerne mal reinpieksen. Wie auch immer. Und ja, schenkte Oniwa den gekreuzten Speer von Shuzen Tamura. Das war der Typ, den wir im Intro gesehen haben übrigens. Den Ishin da gekillt hat. So, na, da würde ich doch mal sagen, haben wir optimale Voraussetzungen für die nächste Folge. Wir werden uns einem Gegner in Rüstung stellen. Also wir gehen vorher nochmal zurück zum Torhaus. Oder noch viel vorherer. Das ergibt keinen Sinn. Gehen wir nochmal zurück zum Bildhauer, lassen uns die Prothese machen. Dann gehen wir hier oben über die Brücke und gucken, was da drüben ist. Klingt das nach einem Plan? Klingt nach einem Plan. Und nun nochmal, falls ihr euch fragt, warum ich jetzt nicht weiter in der Ashina-Burg weitermache, obwohl ich da schon zwei Bildhauer-Statuen habe. Da drin wäre noch ein General,
Also General im Sinne von so ein etwas schwererer Gegner. Von dem würde ich noch eine Gebetsperle kriegen. Dann hätte ich drei. Und, ja, wenn ich dann jetzt noch den Typen in der Rüstung kriege, ich vermute mal, das ist auch einer, oder vielleicht sogar schon der mit der Glocke da, dann, würde ich quasi, sag mal, dann hätte ich quasi wieder welche voll und hätte dann mehr Gesundheit und damit würde ich dann im Palast weitermachen, weil die Gegner dort drin, die sind echt nicht ohne. Von daher würde ich da gerne jeden Vorteil nutzen, den ich mir noch irgendwo zusammenkratzen kann. Und nur mal noch so, noch ein Gedanke zum Schluss, keine Sorge, ich brich gleich ab. Ich glaube ehrlich gesagt, so wie ich jetzt das Spiel kennengelernt habe, wenn irgendjemand von irgendeinem General spricht, von irgendeinem, von irgendeinem hohen Tier, weißt du, von irgendeinem krassen Typen. Anders, also in jedem Dark Souls Spiel wäre das ein richtiger Boss gewesen. Aber ich glaube hier gibt es wirklich mehr, viel, viel mehr von diesen Mini-Bossen, wie der jetzt gerade, dieser General. Und, so richtige Bosse, sowas wie eben Madame Butterfly hier, die gibt es wahrscheinlich echt vergleichsweise selten. Die werden wahrscheinlich echt recht selten kommen. Und ich denke mal, es wird nur einen, wahrscheinlich nicht mehr als einen pro Abschnitt geben. Also es wird einen in der Ashina-Burg geben. Vielleicht gibt es hier in der Talsperre irgendwo noch einen, den ich noch nicht gefunden habe. Da kann man ja auch noch in das Verlies runter. Vielleicht da drüben irgendwie ist nochmal ein Boss. Naja, sehen wir dann. So, jetzt ist es schon über 40 Minuten. Das wollte ich eigentlich vermeiden, sowas. Aber ja, manchmal geht's halt nicht, weil ich gerne labere. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dahin, haut rein.